Ich glaube, das vermischt sich gar nicht. Was passiert da? Yo, was gab bei der Wertfreunde? Hier euer Quotenrusse oder beide Quotenrussen diesmal. Ja, ich habe den Lima hier und wir spielen Would You Press the Button. Bei Would You Press the Button geht es darum, man hat eine Entscheidung und man drückt auf den Knopf, wenn man das haben möchte. Aber das ist immer mit einer Konsequenz verbunden. Das heißt, wenn ihr etwas tut, dann passiert auch etwas Negatives. So, und deswegen würde man jetzt auf den Knopf drücken oder nicht? Wir raten einfach, wie viele Leute auf den Knopf drücken würden, wie viele nicht drücken würden, oder? Genau, also es gibt einen prozentualen Anteil. Und also wer näher dran liegt, kriegt einen Punkt und wer nicht, kriegt natürlich keinen Punkt. That's right. Und wer die wenigsten Punkte hat, wird bestraft. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber ich glaube, es hat etwas mit Essen zu tun. Geil, das ist genau mein Ding. Du hast die Kraft, alle Kinder zu heilen, ganz egal, was für eine Krankheit die haben. Ob das jetzt Krebs ist oder was anderes, ist egal. Aber ihre Eltern werden zu deinen Sklaven, bis sie alt genug sind, um selber auf ihre Eltern aufzupassen. Wenn du mehrere Kinder heilst, hast du dann irgendwie 200 Eltern in deiner Wohnung. Was sollen die denn alles machen? Halt mal meine Fernbedienung. Hier, hast halt du eine Aufgabe für den Sklaven haben, oder? Ja, du musst ja gar nichts mehr machen. Du heilst Kinder und bekommst dafür Sklaven. Ja, also aber die armen Eltern, die wollen doch bei ihrem Kind sein. Natürlich ist es was Negatives, ein Sklave zu sein. Aber für dich selbst, weil du Hilfe bekommst. So, sag mal meine Sklaven. Die wollen euren Sohn retten, seid mein Sklave. 80% würden da Dings machen. Ich sage 60%. 60% würden auf den Knopf drücken. Okay, du glaubst noch an das Gute in den Menschen. Ich glaube noch an das Gute. Ich hab das gesehen. Das ist süß, aber ich glaube, keine Chance. 57. Echt? Was? 57? Nice! Was? Leute, ihr habt mich nicht enttäuscht. Du wirst dreimal so intelligent wie jetzt, aber dafür kannst du niemals... Doch gar nicht mehr, ich bin doch schon voll... ich bin doch schon voll schlau. Aber dafür kannst du niemals reich werden, egal was passiert. Wenn du mega intelligent bist, dann kannst du auch mega reich werden. Ja, eigentlich schon, aber das darfst du nicht. Du bist mega schlau, aber genau, du musst nicht einsetzen. Du musst arm bleiben. Was kann man noch? Ein Auto erfinden oder so eine krasse Erfindung. Ja, aber dann wird man ja auch reich. Aber dann bist du ja auch dadurch reich. Nee, du musst etwas verdammt, das verschenken. Schon wieder 1 Million Euro verdienen, nimm das verdammt, mal. Ey. Darauf haben ganz wenig Leute getippt. Ja, also auf den Knopf gedrückt, weil keiner will nicht reich sein, oder? Also ich glaube, 30% haben wir auf den Knopf gedrückt. 20%. Wie viele haben auf den Knopf gedrückt? 61. Was? Hä, das ist als fake. Ob. Das zeigt, wie viele dumme Menschen es auf der Welt gibt, dass die sich wünschen, intelligenter zu sein. Das stimmt. Das ist echt traurig, ist oder? Das so, Leute? Seid ihr dumm? Wenn ich super intelligent wäre, dann wäre ich einfach permanent depressiv, weil die Welt einfach scheiße und kacke ist. Stell dir vor, du verstehst einfach alles. Du verstehst alles. Du verstehst alles. Was soll ich dann machen? Dann würde ich mir Geld wünschen, damit ich Drogen nehmen kann, weil ich durchgedreht bin. Du wirst der schönste Mensch auf der Welt. Das bin ich schon. Aber du verwandelst dich nachts zurück bis 6 Uhr morgens. Und in der Phase, wenn dich eine andere Person sieht, wirst du zum schlimmsten Monster der Welt erklärt. Und so alle jagen dich. Ja, genau. Aber die Frage sagt ja quasi aus, dass ich so hässlich bin, dass auf jeden Fall, wenn mich andere Leute sehen, dass sie mich jagen würden. Also man Dankeschön. Ich würde sagen, ich würde nur 17% draufdrücken. Ich sage, 30% haben auf den Knopf gedrückt. Okay. 35? Ich bin die Stimme des Mainstreams, Leute. Ich freue mich auf die Bestrafung. Da hat irgendwie abgelaufene Remoulade oder so. Ich hasse Remoulade. Ich glaube, die ist tatsächlich abgelaufen. Hammer! Das war nicht mein Bild. Wie viele sind da noch? Habe ich noch eine Chance? Du kannst in jede Welt schlüpfen, die Frau deiner Träume heiraten oder deine Eltern sind tot. Boah, diese Khaleesi von Game of Thrones, die ist schon nice. Und dann kannst du in diese Welt schlüpfen und die heiraten, einfach so. 23. Boah, 23. Boah, das hast du nicht gesagt. Ich bin mal ein bisschen extrem, ich sage 15. 53. 53? Als ob mehr als die Hälfte. Jeder Zweite. Das heißt auch, von uns hier 5 in diesem Raum würden mindestens 2 Leute ihre Eltern töten. Okay, gut. Ich habe die letzte Hoffnung verloren auf jeden Fall. Du kannst die Zukunft sehen, aber du hast keine Kontrolle darüber, was du siehst. Das ist schwierig. Da müssen wir erstmal drüber nachdenken, Freunde. Ich glaube, jeder wünscht sich insgeheim so in die Zukunft schauen zu können. Ja, aber das wäre schon irgendwie sad, wenn man den eigenen Tod sieht. Also ich sage eher nein. Ich würde nicht auf den Knopf drücken. Nein, ich auch so cool nicht. Das auch ist, die Zukunft zu sehen, lieber nicht. Deswegen sage ich, dass 30% auf den Knopf drücken würden. 30? 30. Ich sag 25. 72! Und schon wieder trotz mehr dran. Dann seht ihr die Zukunft und dann seht ihr eure Mom mit 5 Jahren, wie sie Brotaufstrich macht. Oh stimmt, die Strafe gibt's auch noch, ja. Verdammt. Okay, voll die Scheiße her. Ohne Witz, Freunde, ich freue mich gerade richtig doll, weil Dima hat gesagt, ich kann mixen, was ich will. Er hat einfach gesagt, ich kann mixen, was ich will. Okay, los geht's! So, wir haben hier Ketchup, Remoulade, Salz, Pfeffer, Vegeta, Jodzeug und ein bisschen Wasser. Da kommt jetzt alles rein. Geil. Was ist das eigentlich? Was ist das? Das ist sau lecker, ne? Mhm, klar, glaube ich sofort, ey. Was ist das? Ketchup? Okay, Ketchup? Gut. Ja, Ketchup. Bäh! Oh mein Gott. Ich glaube, das vermischt sich gar nicht.
Was passiert da? Können wir noch eine andere Bestrafung machen, oder? Aber das sieht irgendwie lecker aus. Mhm, irgendwie. Spaß. Boah, ist das ekelhaft. Schmeckt wie meine ausgequetschte Unterhose. Geht? Außer etwas im Kopf. Da war ein Stück Remoulade noch. Boah. Letzter Schluck. Letzter. Letzter Schluck. So, Prost, schreibt einen schönen Kommentar unter das Video, der Gewinner bekommt das nach Hause geschickt, ne? Ich will das auch mal probieren. Also, ich hab nicht nur so getan, das schmeckt wirklich scheiße. Boah! Alter, wie hast du drei Schlücke davon getrunken? Ich hab sogar Tränen im Auge. Ich hab drei Tropfen getrunken und ich sterbe. Das ist schlimm, das war mentale Vergewaltigung. Alter. Ich hab's nochmal die Gäste. Ey! Die wollen auch! Yo, gebt einen Daumen nach hoch für die mutigste Aktion der Welt eigentlich. Und schaut auf jeden Fall bei dem mal vorbei. Ist ein cooler Kanal. Hier, meine Freunde, bei der Infocard geht zum letzten Video und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Immer schön bleiben. Immer schön bleiben. Positiv bleiben.